Und damit willkommen zu einer neuen Folge vom Sea Simulator. Ja, wir müssen immer noch ein Haus kaufen und zwar weiß ich jetzt auch wie. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der das in den letzten Folgen angezeigt hat, aber wir haben hier nämlich Versteck. Es kann sein, dass ich das angezeigt habe und ich habe das nur nicht gesehen, weil ich dachte, ja, das ist hier mein Heimatort wieder, also ne, mein Haus, aber wir müssen dorthin. Und hier haben wir auch dann die Möglichkeit, das Häuschen nämlich zu kaufen. Für 30? That's it, man. The Lombardis are pleased. Not only is your debt settled, but they told me to leave you with a bonus. Go check by the gate. Tor? I think you'll like it. Das ist mein Bonus? Ein Müllcontainer oder was? Was soll das denn sein? Das ist eine Lüge, der hat mich verarscht. Der hat mir keinen Bonus gegeben. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein neues Häuschen. Ist das nice? Das ist sehr, sehr nice. Und ich habe herausgefunden, wie das mit der Farbe funktioniert. Man muss nämlich nochmal einmal auf die Tür klicken. Das können wir gleich auch nochmal machen. Nee, doch lieber nicht, weil das kostet 3000. Da muss ich noch ein bisschen warten, weil ich wollte mir erst noch was anderes holen. Winnie, hebe das Paket neben dem Tor auf. Ich habe neben dem Tor kein Paket. Habe ich noch ein anderes Tor? Will er mich verarschen? Was bist du? Weißt du, kann ich da vielleicht Müll reinwerfen? Also jetzt zum Beispiel so eine antike Statue. Ich fahre noch mal einmal kurz nach Hause. Was ist denn jetzt was dann? Oder habe ich nur noch mein Zuhause? Also nur noch ein... Nee, kann er nicht. Versteck. Hast du mir das hier hingelegt? Der hat mir das hier hingelegt. Guck mal, das nennt der Paket. Das nennt der ein Paket. Das nenne ich Paketchen. Ich glaub's nicht. Ja. Da guckt er auch. Oh oh. Warum sollte ich mir das dann erst kaufen? Hä? Ach, das ist jetzt komplett weg, das Häuschen. Winnie. Den haben wir ja schon gesehen. Kauf einen Hacking-Laptop. Wer gibt mir denn jetzt die Anweisung? Ich mir selber? Bin ich jetzt endlich in der Lage, mir selbst Anweisungen zu geben? Ich wollte mal einmal kurz gucken, ob es noch gibt. Gibt's noch. Okay, alles gut. Alles entspannt. Na? Okay, ich frage mich. Ja gut, das hier ist ein Loch. Soll ein Loch darstellen? Ne? Keine Ahnung. Aber wo die Dinger herkommen, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Und wo die Hebebühne abgeblieben ist, weiß ich auch nicht. Der Tisch und alles ist in Ordnung. Die Hebebühne ist aber hinüber. Hm. Ich weiß ja nicht. Auch nochmal so ein Felsbrocken. Keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Ich weiß es nicht. Aber ich meine... Ah, hier ist alles weggeräumt. Bis auf der. Nimm mit den Tisch. Ja, den Tisch mitnehmen. Nee, wie soll das denn funktionieren? Ich kann den ja nicht werfen oder so. Mach weg. Shit, jetzt bin ich im Tisch gefangen hier. So ein Mist. Okay, gucken wir uns doch mal unsere neue Bude jetzt mal ganz entspannt einmal an. Machen wir eine kleine Guckfolge. Ja? Guck dir Haus an. Ach, das ist jetzt mein Computer? Update bekommen.
Black Bay? Rent a Deep? Tabelle, ja, ist eine sehr schöne Tabelle wieder. Ein Regal, ein Wandschrank, noch eine Tabelle, auch eine sehr schöne Tabelle, eine Couch, ein Bett, noch eine Tabelle. Was ist das denn für eine Tabelle? Oh, das ist eine schöne Tabelle. Schemel, ja, ein Kühlschrank, Wandschrank, das sind die ganzen Sachen, die man so kennt. Das ist der Schreibtisch, Stuhl, Muhl, ein Sofa. Noch eine Tabelle, noch eine Tabelle. Kleiderschrank. Irgendwas Cooles noch so? Oh, was ist das denn? Ein Sofa. Es ist günstig. 5200. Blumentopf. Ein Teppich. Das war's. Hintergründe? Was für Hintergründe? Weiß? Immer das erste, so spaßhalber mal. Ist gekauft. Ist gekauft. Ja. Wo finde ich das? Finden wir das jemals heraus? Ach, ist gar nichts drin. Das muss ich komplett einrichten. Holy shit, das wird eine Aufgabe werden. Und kein Badezimmer. Das ist ja super scheiße. Oh doch. Gott sei Dank. Puh, ich hab schon echt Angst gekriegt, dass ich kein Badezimmer habe, ne? Aber es ist an alles gedacht. Dann ist das Living Room. Und das ist the Bedroom. Ja, reicht voll und ganz, ne? Bettchen rein. Wunderbar. Aber bevor ich das mache, muss ich erstmal die ganzen restlichen Sachen haben, würde ich sagen. Kann ich mir immer noch nicht holen. Ich bin 32 erst. Ja, muss ich mir die ganzen restlichen Sachen holen. Und zwar am Computer kriege ich die. Die kriege ich am Computer. Einen Hacking-Laptop sollte ich mir jetzt holen. So, die habe ich jetzt alle. Hacker-Laptop und dann nochmal für einen Hacking-Laptop Pro. Mal richtig ordentlich. So. Öffne elektronisch verschlossene Türen und Fenster, wenn ein Kontrollfeld in Reichweite ist. Alright. Hacking-Werkzeug. Da geht der nochmal alle durch. Okay, wunderbar. Das haben wir. 26.000 nur noch. Was war mit dem Wagen? Habe ich den nicht komplett auseinandergeschraubt? Ich habe ihn nicht komplett auseinandergeschraubt. Irgendetwas fehlt hier noch. Weil ich konnte ihn, glaube ich, nicht anbieten auf dem Junkyard. Kann ich jetzt nochmal eben ganz kurz gucken, ob ich da jetzt vielleicht das einfach nur übersehen habe. Aber ich glaube, ich konnte ihn nicht anbieten. Pfandhaus, Junkyard. So. Mein Freund, mein Master. Selber. Was schreist du mich so an? Doch, okay, ich hab's nur übersehen gehabt. Ich glaube, den kannst du auch immer verkaufen. Also den kannst du auch verkaufen, wenn du die Teile noch nicht ausgebaut hast. So, guck mal, jetzt haben wir jetzt, hier hätten wir jetzt nur weiß. Also komplett in weiß für 3000 ist teurer als mit irgendwelchen anderen Mischfarben. Dann ganz merkwürdige Farben. Dann natürlich Feuer, aber das im Leben nicht. Ja, wer das noch nimmt, ne? Wirklich. Das hier ist natürlich geil. Das ist so ein bisschen wie der Burrito von den Lost bei GTA. Aber teuer. Und das ist natürlich so Standard, ne? Dodge Challenger Lackierung. Also, ach genau. Man muss nämlich einfach dann jetzt hier hinklicken, jetzt zum Beispiel, ne? Interagieren. Zack, ist er wieder schwarz. Und dann genauso hier auch interagieren. Zack, ist er weiß, rot, blau. Das sieht natürlich freundlicher aus. Ne? Da sehen wir nicht sofort aus wie so ein Verbrecher. So, Versteck. Und das Geile ist natürlich, jetzt hat man auch die Möglichkeit, wenn man sich Regale holt, wir haben auch noch ein paar Regale, hat man natürlich die Möglichkeit, sich ein paar
Sachen auch noch hier hinzustellen, glaube ich. Glaube ich zumindestens. Weil ich weiß nicht, wie es aussieht. Habe ich irgendwo einen Teil? Nee. Aber ich meine, das müsste gehen, weil man hat ja die Option fallen lassen. Und wenn man die Sachen fallen lässt, kann man die ja auch aufheben. Kann man die aufheben? Vielleicht kann ich die hier drin aufheben. Das müsste man mal testen. Hatte ich nicht noch irgendwo einen Toaster? Aber wo sind denn die Fabergé-Eier? Habe ich die schon eingelöst gehabt in der letzten Folge? Oder wurden sie auch in die Luft gesprengt? Hatte ich schon 5? Ich hatte noch keine 5, oder? Oh, immer dieses Hin und Her, ne? Aber da bin ich jetzt gerade überfragt, ob ich die schon... Mein, ich hätte doch noch keine 5 Fabergé-Eier. Ach, guck mal, die sind nämlich noch hier drin. Wunderbar. So kann ich die nämlich dann rüber transportieren. Oh, Gott sei Dank habe ich das herausgefunden. Da muss man unbedingt drauf achten. Nicht, dass man nämlich nie wieder dahin zurückfährt und plötzlich, ne? Zack. Sind die Eier weg. Haben wir auch Licht? Ich brauche Licht. Ist das Licht? Nee, das ist ein Garagentorschalter. Da. Wunderbar. So, dann kann man das mal ausprobieren jetzt. Und zwar Gegenstände. Wir lassen fallen den Toaster, weil ehrlicherweise habe ich keine Lust. Okay, kannst du wohl nicht machen. Kannst du nicht aufheben. Was müsste eigentlich? Müsste das doch funktionieren? Packt er nur so ein? Da ist natürlich... Oh, kann ich die so in die Regale? Nee, da kann ich nur tragen. 1200 am Wert. Guck mal, könnte ich alle verkaufen, die ganze Sache. 1200. War das nicht so, dass ich das da irgendwie einsortieren konnte? Fabergé, 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 Fabergé. Toaster. Wunderbar. Ein Fabergé-Ei fehlt noch. Muss ich mal gucken, wo es das gibt. Da habe ich echt keine Idee. Aber ich würde sagen, das war's mit der Folge. Das ist nur eine ganz kleine Hausvorstellung, Haus angucken. Ja, müssen wir dann irgendwann nochmal einrichten, wenn wir aber genügend Kohle haben und die ganzen Sachen nämlich freigeschaltet haben. Vorher macht das keinen Sinn. Denn wir brauchen ja jetzt nochmal 120.000, waren das glaube ich, für den Hacking Laptop Pro. Und wir haben natürlich jetzt neue Aufgaben. Die wahrscheinlich ist das jetzt wirklich so, dass wir Winnie versuchen zu stürzen. Geht zu einem Spionageort im Industriegebiet. Ja. Werden wir wahrscheinlich Winnie stürzen, uns rächen an diesem, tja, missglückten Anschlag. Und ja, ich würde sagen, das war's. Und wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin.